Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier Katagon Thüringen. Ja, ich werde jetzt Mehl verkaufen und nebenbei presst ja unser Big M, also Big M Met, Gras und Pressen, sobald das losgeht, hinterher. Also sobald der mit dem Mähen fertig ist, sonst würden die sich irgendwo mal den Haufen fahren. Da ist der Anhänger, den ich gesucht habe, jetzt zum Ballen sammeln nachher. Aber das macht ja erst Sinn, wenn das entsprechend gepresst ist. Ne? Das soll der Gras-Silage-Ballen werden, logischerweise für die Kühe. Aber ich habe noch genug da, also von daher. Ich nehme es halt mit. Ne? Ja, unsere Flüge, da muss ich mal sehen. Da muss ich mir echt was einfallen lassen. Da eine Halle hin, statt gleich, wenn man die reinstellen könnte, denn die rutschen mir da komplett weg. Warum es so ist, normalerweise müssten die ja in der Zeit ja stehen bleiben, ne? Da wo ich hinstelle, ja, hier ist die Pferdeweide, da kann man sich Pferde reinstellen lassen und man wird dafür dann eine Art Pacht bekommen oder Miete, also Prinzip. Tiere zur Pflege geben, kann man sagen. Ne? Ich hatte mal in einer Pension gewohnt, für beim Bauern, kann man sagen, der nebenbei noch einen Pferdestall hatte mit vielen Boxen. Die hatte er aber nicht für sich gehabt, sondern für Art Turnierreiten. Da war auch so ein Bereich, wo man trainieren konnte und direkt Turnier machen konnte oder dergleichen. Jedenfalls war die Monatsmiete 3000 Euro für eine Box. Also ausmisten und füttern mussten die Eigentümer selbst. Das Einzige, was er gemacht hatte, er hat praktisch Futter zur Verfügung gestellt. Und natürlich auch die Mistfläche für. Ne? Ob sie dafür auch noch extra bezahlen mussten, weiß ich nicht. Aber es kann schon sein, dass das inklusive war. Denn bei 3000 Euro Miete, das ist schon heftig. Ne? Also, ja, wenn er so sagt, stimmt. Weiß ich, keine Ahnung. 20 Boxen gehabt und das war nicht immer voll. Das war immer so, vielleicht ein, zwei Mal, ja, keine Ahnung. Jedenfalls hat er da gut verdient. Daran, ne? Heute ist es garantiert nicht mehr so, weil das wird ja überhaupt nicht mehr Sport. Also die Fußballer dürfen ja auch spielen, ne? Und von daher kann es nicht so tragisch sein. Und fahren in der Welt durch die Gegend. Ne? Was ich persönlich nicht verstehe, wenn überhaupt so eine Panik ist, dann muss man sagen, okay, müssen wir den Laden dicht machen halt. Ne? Einmal richtig, aber dann hinterher wieder alles aufmachen. Dann irgendwann muss es ja mal ein Ende haben. Ne? Naja, aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Oh, hier liegen auch Ballen rum. Na, nicht? Das ist ja hier Verkaufsstation für Milch. Beim Futterhandel. Ja, ne? Ist ein bisschen merkwürdig, aber gut. Das ist aber okay. Gleich nach dem Preis geholt, aber hier zahlen sie am besten. Meistens. Den Lenker fetzt auch. Ja, erste Mal Geld wieder, ne? Also, guter Mist. Der Mist wird auch Geld bringen, ne? Na, 54.000. Wird sich Milchbauern freuen. Heute haben sie keine guten Preise.
Man zu seinem Spiel aber nicht so schwer, also normal. Und das schwer werden die Preise anders. Da wird die Geschichte hier ein bisschen länger dauern. Und dazu sagen, wir haben ja jetzt dritte Version von der Karte. Anfangs fast nur Landwirtschaft und Verkaufsstellen. Produktion war gar nicht. Aber mittlerweile haben wir auch Produktion und neue Fruchtsorten und Mais Plus ready. Ist auch Personal Farming ready, also eine eigene Karte. Sobald das losgeht, wenn die Ernte abgeschlossen ist, werde ich es aktivieren im Winter. Aber das dauert noch ein bisschen. Und ganz wichtig ist, gibt ja so einen kleinen Erweiterungsmod, was ich immer mal sagte, was ich gerne haben möchte. Da ist es so, da gibt man jemanden Auftrag, man bezahlt dafür und dann wird das die Bootparzelle oder Feld halt gescannt, ne? Automatisch. Man muss da nicht selber fahren. Das ist praktisch. Sag mal so. Und wer das, ja, sehr aufwendig. Gut, ich habe ja den Bereich vergrößert gehabt. Aber mit dem neuen Update ist das wieder hinüber, ne? Gut, das wäre ein kleiner Klacks, mal kurz eingreifen, ändern und speichern. Dann wäre das wieder riesengroß, ne? Aber wie gesagt, jetzt mit einem anderen Modus ist das praktisch. Da muss man irgendwann auf der Karte auf dem Marsch das auch machen, dass man die Originaltextur übernimmt. Also ist jetzt aktuell blöd. Ich will die Ernte Hopfen abschließen. Ich will die Ernte Rüben schließen. Aber da haben wir schon Raps ausgesät. Da wollen wir sehen, ob ich da nachträglich das mit Kalk und Dünger machen werde. Mal sehen. Im Grunde ist egal, welche Bodentextur man hat. Hauptsache hat eingemessen, ne? Wie, ob das nun besser ist oder weniger oder schlechter ist, das muss man mal rausfinden. Kann besser sein, kann auch schlechter sein, ne? Ja, ich muss mal gucken bei Sebastian, wie das. Er hat ja so ein Video gemacht wegen Einfahren für automatisch beladen. Da muss ich auch erst einen Traktor hinstellen mit einem kleinen Anhänger. Da könnte man den kleinen Braun nehmen, ne? Das wäre ganz praktisch. Strecke einfahren, beziehungsweise die Punkte mal nehmen und dann kann man da die Silage, die wir eines Tages haben werden vom Mais, dann nutzen, ne? Die großen Anhänger sind da ungünstig für einen Radlader. Und da ist der kleine Braune, können wir ja umändern in ja, in einer anderen Farbe halt, ne? Kommt mir richtig danke, jo. Da spielt die Silage entsprechend. Jetzt bleibt sie bei. Hat er mit Schwatt oder nicht mit Schwatt? Ich glaube, das ist ohne Schwatt. Ja, okay. Dann müssen wir noch einen Schwatter holen vom Hof 1. Naja, gut. Denn ich sehe gerade, der hat, klar, Pferdegras habe ich ja ohne Schwatt gemacht, weil getrocknet wurde. Das heißt, habe ich da noch einen Traktor frei. Ich werde den Traktor vom Hof nehmen. Wieso stehen die hier so schräge? Habe ich das gemacht? Denk mal schon, ne? Ja, der wäre ungeeignet dafür. Ja, könnte man nehmen, ne? Ah, da können wir den Breitreifen belassen. Der kommt hier mal schwer raus oder auch schwer rein. Also mehr, also enger darf es nicht sein. Ja, hier haben wir ja die Schwatter eingestellt. Das ist mir nicht so einfach.
damit wir noch ein bisschen merken. Ja. Gut, kann man den wieder reinstellen, ne? Das Ei dran, ne? Ja, hier ist das Lager für Rüben und Kartoffeln. Aber Rüben und Kartoffeln haben wir aktuell nicht. Vielleicht kaufe ich mir noch ein Feld mit Rüben. Um das ja gleich auf den globalen Markt reinzugeben. Ne? Weil da würde ich das eher nehmen für den Marsch. Und da habe ich eine Zuckerrübenfabrik. Das wäre ja unsinnig, da jetzt unnötigerweise naja, viel verkaufen von Apfel und Ei. Ne? So, kommen wir jetzt so raus. Ja, kommen wir rum. Tank ist gut gefüllt. Sollte man sich machen. Ja, da hätten wir doch schwatten müssen, ne? Wenn wir doch nicht mit Schwatt gemacht haben. Dachte ich eigentlich erst, deswegen habe ich ja auch die anderen groß gespeichert, ne? Oder kopiert auf den Ballenpresse. Naja. Gut, dann nehmen wir das alte Gras mit auf, ne? Dann ist es auch teilweise weg. Beim Ballenpress nimmt ja nicht alles auf, das ist ja das ganze Dilemma bei. Aber ich sag mal so, selber zu pressen, da wird man auch nicht alles aufnehmen. Ne? Ja, hier soll es ja auch morgen Schnee geben, kräftig sogar. Bei mir zu Hause im Norden, ja, das meiste zieht vorbei. Bei mir zu Hause, bei meiner alten, ja, mein Ursprungsgebiet, ne, aus dem Norden. Da ist hier jetzt der größte Schneeschauergebiet oder Dauerschneefall von der Ostsee Richtung Lübeck. Rostock wird auch noch gestreift. Und da, wo ich herkomme, geht aktuell nur ein kleiner Rest hin. Also die Schneefälle können da heftig ausfallen, ne, von diesem Lake-Effekt von der Ostsee. Da kann man fleißig räumen. Das ist aber loser Schnee, das ist ganz wichtig. Lässt sich eigentlich gut räumen mit dem Schneeschieber. Aber wie gesagt, ist ja auch die Straßen auch zu. Ne? Also suchen Schnee oder Feld, dann ist Verkehr. Sollte man zu Hause bleiben, ne? Wenn man nicht fahren muss. Die Räumdienste kommen dann auch nicht hinterher. Das ist erstens der Schnee, der Wind und der Schnee ist lose. Ne? Aber hier soll morgen kräftig gehen. Also ja, hoffe, naja, morgen ab Vormittag irgendwie, ab 8. wird losgehen und dann nachher immer kräftiger werden und dann haben wir das. Ja, bis zum Feierabend locker fleißig schneien. Naja, ich sag mal so, der ist ja auch fertig gewesen, ja stimmt. Ich sag mal so, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Ist halt so. Und bei mir ist die blöde Auffahrt, die ist schräge und da geht das, habe ich Probleme hochzukommen, wenn nicht geräumt ist. Und nach Feierabend um gegen 10 Uhr, wenn ich nach Hause komme, ist nicht geräumt. Also früh fangen die an um ja 5 Uhr ungefähr, halb 5. Da, wenn ich zur Arbeit fahre, da früh steht, dann ist meistens entweder bei, sind gerade bei oder vorbeigefahren. Oder es war schon geräumt, ne? Aber abends ist dann nicht mehr. Ist blöd dann, ne? Ja, da muss ich mit Schwung nach oben kommen. Dann darf ich auch nicht vom Gas weggehen. Also wenn ich stehen bleibe, dann ist es vorbei. Dann heißt es rückwärts rollen und dann ist so blöd die Straße. Also, ist ja auch nach rechts so vielleicht einzusehen. Und die Straße auch dann entsprechend
ja, schlecht geräumt ist, dann ist ja auch gefährlich. Ne? Abends ist wenig Verkehr. Das Risiko überschaubar, aber wie gesagt, ist halt dann ungünstig. Ne? Aber war nicht vor, die Pferde scheu machen, bis morgen ist noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, da muss ich Gas geben. So, der Big M ist fertig und wir starten mal gleich mal das Ballenpressen. Also hier das Schwatten. Ja, er parkt hier vorne, das ist praktisch. Ich werde mal hier gleich mal den Big M runterfahren, weil der steht da sowieso im Weg. Wie gesagt, sollte eigentlich ja mit Ballen trennen, also mit, ja gut, ist mal halt so, ne, hier ist ein Kalk-Kauf-Trichter, okay, hat er hier manchmal Kalk gekauft, okay, nicht so tragisch. So, fahren wir rauf aufs Feld, also neue Kurs berechnen, also eine andere Arbeitsbreite, ne, so, Kursgenerierung. Hätte die 62 gespeichert. Nutzer. Ja, Vorgewende 1. Beginnen auf Vorgewende rein. Weich. Und ich werde mal trotzdem 2 Vorgewende rein machen. Weil beim Wenden macht das immer so tun, wenn es schwer. Obwohl es die 14 Meter sind. Genau, da kann er besser. So, wo haben wir angefangen? Feld rein soll er machen. Das ist besser. Da haben wir zum Schluss nachher. Weil beim Schwatten ist ja besser, weil er beim Rumfahren das hier wieder in die Spur bringt. Und dann kann er beim Ballenpressen mehr aufnehmen. So, natürlich den Kurs natürlich auch wieder kopieren. Den löschen. Und Big M nicht. Das war der Case. Optium. Und der muss warten, das ist das ganze Problem. Schau mal. Hier steht zwar, muss geflügt werden, aber das ignorieren wir mal ganz kurz. Hier ist das sehr hügelig. In dem Bereich jedenfalls. Also. Hier kriegen wir nicht viel Gras raus. Ne? Also hier hat er doch teilweise nicht genommen. Ja, gut. Den Düngersteuer, ja gut. Wenn doch ein Pöttiger haben lesen müssen, ne? Das ist besser geeignet fürs hügelige Gelände. So, den Düngersteuer wollte ich holen. Boah, dann müssen wir gleich im Anschluss düngen. Pflegebereifung. Aber Zwillingspflegebereifung. Ja, 18,53. Also im Spiel. Wir haben ja Sommer. Dauert noch ein bisschen, bis die Ernte dort ist. Mais noch sehr lange. Aber Mais hätten wir sowieso erst aussehen können im Frühling. Und Weizen und Gerste hatte ich ja im Frühling gemacht. Wegen den Karten und so. Sonst hatte ich auf dem Herbst gemacht. So, Zuschauer, das ist beinahe überzogen. So, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs, ein schön dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, ja. Morgen geht es hier weiter, ne? Ballen pressen.
wollte ich schon heute machen, Entschuldigung. Aber leider ist das so, dass es nicht so geklappt hat, weil ich ja beim Big M auf Breite gemacht habe, auf breiter Plage und nicht auf Zwappen. Dann wäre das schon beim Ballenpressen gewesen. Ne? Da müssen wir zettern. Aber wir müssen dann gleich eh düngen. Aber wir warten erstmal, bis wir das abgeerntet haben. Indessen, jetzt sag ich mal tschüss, ciao, ciao und bis vielleicht bis morgen. Ich bin da. Tschüss.